Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Nochmal eine Quest-Folge, denn ich habe nochmal mir durch ein bisschen Fleiß neue Quests erarbeitet. Und zwar bei den Fischern und bei Jamie Olivenbaum. Und die möchte ich jetzt heute mit euch machen. Ich habe Coco Kiss dabei, die ich ja momentan auch level. Die werdet ihr auch heute Nachmittag wieder sehen. Mal schauen, wie weit wir sie dann bekommen. Momentan seht ihr, ist sie Level 13,5. Das heißt, 1,5 Level noch to go. Und dann ist die kleine Maus auch schon wieder fertig. So, Herr Kartraut. Das Moorlandmonster. Hast du davon gehört? Mund zu, Ohren auf. Die Legende des Moorlandmonsters gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Eine Kreatur so groß wie ein Wal zeigt sich manchmal vor der Küste Moorlands. Es ist jedoch kein Wal, sondern ein silbrig glänzendes Wesen. Ich habe es selbst schon gesehen und bin damals vor Schreck fast untergegangen. Angle nach dem Moorlandmonster, Dina. Du bist bereit, es mit diesem Urgetier aufzunehmen. Viel Glück und gib nicht auf. Sei dir deines Könnens bewusst. Das gibt sehr gut Erfahrungspunkte. Schillinge. Was zur Hölle? 750 Schillinge? Wow. Okay, ich würde sagen, wir könnten... Nein! Sag jetzt nicht, die fährt nach Fort Pinta. Ja, die wäre nach Fort Pinta gefahren. Du kannst nicht mal... Dann fahren wir halt jetzt mit dem Schiff nach Moorland. So. Hast du jetzt davon, blöde Fähre? Verdienst an uns schon mal kein Geld. Nee. Ach, mir fällt gerade auf, ich habe noch eine Schleife zu verkaufen. Wolle Schleife kaufe? Zack. Ich bin ja wirklich momentan dabei, mir alles, was ich an Ausrüstung kaufen möchte, mir per... In die Moorlandstelle. Ach, dann kann ich... Oh, dann guck mal, dann kann ich ja direkt gerade noch ein paar Geburtstagsset-Sachen einlösen. Haha. Ich möchte ja mir die ganzen Sachen jetzt aus dem Shopping-Center, die ich gerne hätte, mit Schillingen kaufen, die auch mit Schillingen zu kaufen sind. Dass ich keine Starcoins mehr grundlos raushaue, weil, sind wir mal ehrlich, ja, man braucht Fleiß dafür, um sich die Schillinge zu verdienen, aber die Starcoins sind einfach mega teuer und ich möchte mir die wirklich nur noch für Sachen ausgeben, die man nicht für Schillinge bekommt. Das heißt für Pferde und für die Ausrüstung, die wirklich nur über Jorvik-Schillinge, über Starcoins kaufbar ist. Und ansonsten möchte ich da nichts mehr für ausgeben. So, was kriegen wir denn jetzt hier noch alles? Jetzt haben wir die Satteldecke bekommen. Falsch, die da. Guck mal, ich kann ja hier mal die Sachen anschmeißen. Ach, warte mal, ich habe hier doch auch schon das Zaumzeug, oder nicht? Jo. So, dann bekommen wir die schreckliche Hose, oh mein Gott. Den Sattel. Hey, warte, was habe ich jetzt bekommen? Jetzt habe ich gerade die Schuhe bekommen. Oh Gott. Jetzt habe ich die Satteltasche bekommen. Die ist cool. Die mag ich gerne. Ach, guck. Und jetzt kriege ich pro Hufeisen 20 Schillinge. Das lohnt sich also auch, liebe Leute. Wenn ihr überlegt, wie viel ihr dafür bekommt. Pro Hufeisen 20 Schillinge. Und ich, wie viele Hufeisen brauchen wir wirklich? Ich glaube, da können wir, ich weiß nicht wie viel, aber wir könnten, glaube ich, 5.000, 6.000, irgendwas um den Dreh Schillinge können wir damit verdienen. Das ist schon wirklich viel. Deshalb, Leute, auch wenn ihr das Set schon habt, sucht die Hufeisen weiter. Ihr macht damit einen Haufen Kohle, die ihr dann für andere Sachen wie Ausrüstung ausgeben könnt. Also es lohnt sich definitiv wirklich alle Hufeisen zu suchen und auch nach Möglichkeit jeden Tag die Geburtstagsrennen zu machen. Die können wir ja leider sowieso nur alle einmal machen. Das heißt, wer jetzt diese Woche das jeden Tag schon mitgenommen hat, das Geburtstagsrennen, der ist eh Ende der Woche mit den Rennen fertig. Was schade ist, weil die Geburtstagsrennen haben ja quasi dann auch jedes Mal nochmal 60 Jorvik-Schillinge extra gebracht. Na, drei Hufeisen. Also... Schade, dass man das nicht mehrfach machen kann. Sowohl für die Pferdeerfahrung als auch für die Jorvik-Schillinge wäre das sehr, sehr angenehm. Ach Gott, ja, einmal nur noch. Einmal kann ich das Rennen hier noch machen und dann habe ich das schon durch.
Das tut so ein bisschen in der Seele weh, aber gucke mal hier. Da kann ich mal gucken, was ich mir da so als nächstes Schönes von anschaffe, von den ganzen kleinen Schillingen. So, jetzt habe ich erstmal alle Schlinge weg. Aber wow, damit habe ich schon ordentlich Zaster gemacht. Aber alter Schwede, dieses Outfit. Ich sehe aus wie ein Clown, gemischt mit McDonald's und Pizzabote. Also mir fehlt jetzt echt... Gut, nur eine Clownsnase gibt es, glaube ich, nicht. Halt, warte mal, Moorland. Ich glaube, nur eine Clownsnase gibt es nicht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Komme ich hier rüber? Nee, komme ich nicht. Aber es gibt ja dieses Rentiergeweih. Das könnte man machen, dass man sich das Rentiergeweih aufsetzt. Dann hat man auch so eine Rudolf-Nase. Weil das Outfit, also die Hose ist eine Katastrophe, Leute. Ich weiß nicht, was sich Star Stable bei den Outfits so immer denkt. Also das letzte Outfit, das wir bekommen haben, das war dieses hellblau-weiß gestreift. Das sah aus, als ob wir einen Schlafanzug tragen würden. Also für die Geburtstagssets würde ich mir wirklich mal irgendwie, oder generell die Eventsets würde ich mir schon mal irgendwie einen anderen Designer wünschen. Ich würde selber gerne mal was designen für Star Stable. Mega gerne. Schade, dass sowas nicht funktioniert. Guck mal hier. Wofür brauche ich irgendwie eine Springpferderasse hier, wenn ich ein EVB habe? Dann wollen wir doch mal schauen hier. Fangen wir das Vieh? Gut gefischt, aber der Fisch ist entkommen. Ja, und jetzt will er mich noch veräppeln und hüpft hier nochmal hoch. Freches Vieh. Und nu? Was ist? Hey. Ach, im Übrigen, hatte ich jetzt im Stream schon mal erzählt, ich muss es lobend erwähnen, ich hatte ja letzten Mittwoch beim Update so viel Sachen verloren. Und ich hatte ja dann dem Support geschrieben, dass ich bitte gerne die Sachen entweder wieder haben würde oder halt zumindest das iberische Reithalfter oder aber quasi die Schillinge ersetzt haben wollen würde, von denen ich das gekauft habe. Und tatsächlich ist mein ganzer Briefkasten jetzt voll mit Briefen von Star Stable für verlorene Items. Also, oh, das muss man schon mal wirklich auch lobend erwähnen. Bei aller Kritik, die man auch übt, muss man ja auch, wenn sie was gut machen, muss man das ja auch mal, das Moorland-Monster. Muss man das ja auch mal erwähnen. Das will man ja auch nicht unerwähnt lassen, ne? Das wäre ja unfair. Von daher wollte ich das auch noch mal sagen. Ich hatte es gestern im Stream schon mal erwähnt, aber ja, ich wollte es euch nicht vorenthalten, dass ich das ganze Zeugsel jetzt im Briefkasten habe. Die ganzen einzelnen Scherben. Ich habe nämlich so viel Archäologie-Zeugsel auch ausgebuddelt, weil ich einen Tipp bekommen hatte, um an Schillinge zu kommen, wie diese Haufen aussehen, wo ich die wirklich teuren Sachen rauskriege. Weil, wie gesagt, ich will jetzt echt schauen, so fleißig Schillinge zu sammeln wie möglich. So fleißig Schillinge zu farmen wie möglich. Und man kann jeden Tag sehr, sehr viele Schillinge farmen. Wenn man... Warum haben wir hier die gruselige Musik? Das muss ich nicht verstehen, oder? Boah, aber ich will mich bitte wieder umziehen. Die lachen mich ja aus, wenn sie mich so sehen. Halt, falsche Decke. So, oh Gott, ich habe noch die falsche Hose an. Jetzt. So, ich wollte doch runter zur Fähre, dass wir mit der Fähre wieder nach Golden Hills fahren. Ich habe hier das Rennen noch nicht gemacht bei James. Echt nicht? Ja, dann machen wir jetzt noch das Rennen bei James eben fix. Na, das nehmen wir dann doch mit. Ich meine, das sind immerhin 250 Pferdeerfahrungspunkte. Das sollten wir dann schon machen.
Nee, aber was ist denn, mal ganz ehrlich, was ist denn eure Meinung zu den Klamotten, die man so in Star Stable bekommt? War das Anfang des Jahres oder war das Ende letzten Jahres irgendwie zu irgendeinem anderen Event, wo wir dieses hellblaue Outfit hatten, wo wir wirklich diese Streifenhose anhatten? Also, wer trägt denn sowas? Das sah wirklich aus wie ein Schlafanzug. Es ist halt echt, manche Outfits finde ich echt cool. Ich habe zum Beispiel die St. Patrick's Day, also zu dem Regenbogen-Event. Die Outfits, die fand ich immer sehr, sehr cool zum Beispiel. Die Halloween-Outfits fand ich eigentlich auch immer ganz nice. Und die anderen, alles was so ein bisschen farbenfroher ist, ist immer gleich, oh Gott, ich kriege Augenkrebs. Also nicht immer, aber immer öfter. Es ist, vielleicht ist es auch nur mein Empfinden, aber also ich finde jetzt auch das Outfit, die Hose finde ich halt katastrophal. Die Hose finde ich, also eine rote Kniebundhose mit Sternchen drauf. Also nee. Das ist jetzt nicht so richtig geil. Ja, aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten, ne? Das ist hinlänglich bekannt. So. Haben wir die noch eingesackt, sogar nochmal 20 Schillinge obendrauf. Das ist doch super. So, und jetzt können wir ja mal schauen, ob vielleicht gerade sogar... Ich glaube, das ist die Fähre nach Golden Hills und die fährt jetzt gleich wieder weg, weil es ist die grüne Fähre. Oh Gott. Oha. Nein. Wer? Willst du mich verarschen? Das ging früher. Dann lasse ich mich jetzt abholen und fahre zurück ins Westkapfel. Das ging früher, dass man dann auf die Fähre noch draufgehüpft ist. Oder war ich schon zu spät? Aber eigentlich hat das noch funktioniert bei der Entfernung. Das ist ja blöd. Ja gut, dann machen wir jetzt die Fischer-Quest noch und dann lasse ich mir die andere Quest mal noch über. Falls jetzt dann morgen keine neuen Quests kommen, dass wir noch wissen, was wir machen können hier. So, im Übrigen, ach hier, Westkap Fischerdorf ist ja ganz unten natürlich. Im Übrigen werden morgen in der Rennwoche kaum Championate kommen. Ich habe bislang nämlich erst ein einziges aufgenommen. Und wir haben jetzt gerade Montagabend und morgen Abend bin ich auch wieder nicht da. Das heißt, es werden wahrscheinlich in der Rennwoche maximal 2, 3 Championate kommen. Das heißt, ja, ihr seht, ich bin diese Woche nicht die allermeisten Championate geritten. Aber das kann halt sehr, sehr unterschiedlich ausfallen bei der Rennwoche. Das kann sehr unterschiedlich ausfallen. Ist das wahr? Du hast das Moorlandmonster herausgefischt? Oioioi, Dina. Oioioi. Es ist mir eine große Ehre, dir die Jorvik-Fischer-Club-Medaille des 3. Grades zu überreichen. Trage sie mit Stolz und möge das Fischereiglück immer mit dir sein. Oh. Ja, 750 Schillinge und wir können hier legendären Fischherr Lieblos. Wir können noch eine weitere Stufe freischalten. Und so sieht jetzt die goldene Fischerei-Medaille aus. Ist sie nicht hübsch? Also ich finde die schon cool. Ist halt jetzt so ein Fisch drauf, ne? Mir gefällt sie schon ganz gut, muss ich schon sagen. Ja, Coco trägt sie auch mit Stolz. Du bist ein Fisch. Du bist ein Seepferdchen. Oh. Okay, ihr Lieben. Ich würde aber sagen, ich verabschiede mich dann für heute von euch. Morgen die Postfolge und die Update-News und, ja, wie gesagt, die Rennwoche wird morgen wirklich nicht allzu lang ausfallen. Erwartet da nichts Großes. Also dann, bis dahin. Tschüss.